Hi und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in schönen Sichtingen mit Familie Blender. Und zwar Bilbo und Bonnie Blender mit ihren Kindern Armin, Cynthia, Bernd und Jessica. Und ja, das hier ist klein Jessica, die sozusagen hier ist. Cynthia liegt hier im Bett. Armin ist, weiß ich gar nicht, oben. Ah, der ist schon beim Duschen. Geht aber dann ins Bett. Wir haben Sonntag, also von daher haben alle Kids frei und auch die Eltern, die sind ja im Bildungswesen tätig sozusagen. Er ist Universitätsprofessor, geht wieder Montag zur Schule und sie ist Grundschullehrerin, da sie halt so viele Schwangerschaften jetzt hinter sich hat, ist sie noch nicht so vorwärts gekommen. In 2 Tagen hoffe ich aber mal, also sie hat ja nur noch 2 Urlaubstage und dann hoffe ich, dass ich sie tatsächlich wieder auf die Arbeit schicken kann. So, ihr beiden, ihr versteht euch auch schon sehr gut, die Geschwister, das ist sehr schön. Achso, da. Er ist im Bett. Ja, dann kannst du aber tatsächlich aufstehen. Kannst mal aufstehen und hier benutzen und baden. Ich guck mal, was Bonnie macht. Oh, Bonnie ist hier unten und hat verbrannte Dings hier gekocht. Okay, dann machen wir mal nochmal nicht Flasche holen, sondern Frühstück servieren. Machen wir mal Pfannkuchen. Genau, die beiden sind ja sowieso im Bett. Und du lernst. Achso, das wollte ich mal ganz kurz nochmal gucken natürlich. Was muss ich noch lernen? Töpfchen, laufen und sprechen. Laufen, sprechen, Töpfchen haben wir alles. Super. Das heißt, boah, Logik. Logik. Wo haben wir denn unser logisches Ding da? Ja, ihr macht ein bisschen Charisma, das passt schon. Sehr gut, sogar. So, sie kocht hier unten. Und hoffentlich diesmal, ja. Diesmal sieht es gut aus. Mal gucken, ob er Hunger hat. Ja, dann setze ich mal direkt hin. Die beiden schlafen noch. Du kannst erstmal essen und danach machen wir weg. So, wir lassen erstmal die Kids oben in Ruhe. Weil du vielleicht mal auf die Toilette gehen kannst. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ah ja, die haben auch verschiedene Augenfarben. Mhm. Erst das mit den braunen, ja. Also dann kommt er nach dem Papa, ne? Ja. Er kommt nach dem Papa. So. Dann kann halt andersrum. Das ist das für den Jungen. Dann kannst du den Bernd gleich mal hier hoch machen. Achso. So. Oh, unser Tiger, der ist natürlich schon ein Knacker. Nee, Bernd reinmachen. Oh, und sie muss auch... Warte mal, du kannst direkt mal nochmal kurz hier draußen auf die Toilette. Oh, jetzt hat sie einen Logikpunkt. Kriegst du ihn hin? Mach ihn doch erstmal ins Bett, wenn du... Wenn er dir schon im Weg läuft. Also... So, komm, jawohl. Super. Und dann hier die Jessica. Und dann kannst du es immer noch leeren und leeren. Cynthia ist aufgestanden. So, perfekt, haben wir gesagt. So, Cynthia, genau. Achso. Nee. Sprudelbad brauchen wir nicht. Warte mal, du hast Hunger bestimmt. So, essen. Komm, hier rüber. Und wie geht es ihm? Ja, wir gehen auch mal auf. Das soll hier unten auch mal erstmal essen. So, Bonnie, wo bist du? Ah. Dann gehst du mal hier. Genau. Und ich glaube, sie geht jetzt mal eine Runde schlafen. Wenn die Zwillinge müde sind, also jetzt, ne, dann ist es vielleicht mal angebracht. So, und du gehst runter.
Charisma würde ich gerne noch mal weitermachen. Und hier haben sie es geschafft. Okay. Ja, so erste Annäherungsversuche. Mit dem Bruder ist es noch nicht so gut. Mit ihm habe ich noch ein bisschen Schwierigkeiten. Ist ja immer so ein bisschen mit unseren adoptierten Kindern. Voilà. So, ihr habt auch mal irgendwann gesagt, dass auch die Fitness auch ganz wichtig wäre. Machen wir mal dann, dass er ein bisschen Spaß braucht er sowieso, dass er ein bisschen schwimmen geht. Oh, der ist bald wieder wach. So, er hat es geschafft mit hier. Cynthia, wo bist du? Cynthia? Ah, da. Was machen wir denn mit dir? Guck mal, du kannst auch das ein oder andere noch lernen. Guck mal, du kannst auch vielleicht rausgehen und hier reinspringen und noch eine Runde schwimmen gehen. Können sie zusammen machen? Hey, Bilbo! Ein Charisma-Punkt. Mitten im Schnee. Na? Klappt's oder klappt's nicht? Ich glaube, er will noch nicht so ganz. Fitness! Yay! Das hatte ich noch gar nicht. Ach so, das hatte ich noch gar nicht gefunden. Musik und Tanz und Fitness. Sehr cool. Und die beiden auch Musik und Tanz hier oben. Die übrigens wach sind. Bonnie! Bonnie, mach mal. Waren sie beide richtig wach? Ja. So, dann mach mal den Bernd rauslassen. Hoppala, da wollte ich gar nicht hin. Und baden die Jessica. Das haben wir geschafft, hoffe ich, glaube ich, vorhin, oder? Ach nee, das können wir noch lehren. Er lernt aber noch unten, oder? Ja, einen Punkt noch und dann hat er's. Ja, wer hätte gedacht, dass das mal vier Kinder werden hier? Also ich hätte das nicht gedacht. Ganz ehrlich. So, Flasche holen für Jessica. Wie weit bist du? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Ach, bist du voll? Ja, ups. Cool. So. Kann natürlich, theoretisch könnte er natürlich auch helfen. Morgen, morgen, morgen. Ach du meine Güte. Um ein dreifach Geburtstag. Cool. Das wird ein Wahnsinnsgeburtstag. Also wir könnten hier auch mal ein bisschen einkaufen gehen, vermutlich. In der Familie. Ach, er mag gerne hier da. Oh, ihr seid aber auch da draußen voll cool dran, oder? Ich habe gar nicht so aufgepasst. Aber Körper, Körper. Ah ja, er noch nicht ganz so toll. Aber sie hat voll zugelegt. Jetzt muss ich aber noch mal ganz kurz schauen. Eigentlich müsst ihr doch auch schneller lernen jetzt, oder nicht? Naja, gut. So, jetzt hat er auch noch einen Körperpunkt. Komm mal rein und jetzt machen wir mal Mechanik. Und sie mag ja Fitness sowieso eigentlich gerne haben. Aber du kommst mal hier baden. Und dann möchte ich, dass du auch ein bisschen kochen lernst. So, wer kommt denn da? Albert Palm. Okay. Was macht er hier? Ich glaube, das wird jetzt nur eine Folge werden. Hier, mach mal das weg. Wir haben uns so wieder überhaupt nicht um unsere Tiere gekümmert. So rein gar nicht. Oh Gott, wie geht's ihm eigentlich? Oh mein Gott. Oh Gott. Die Näpfe sind leer. Wie können wir denn das machen, Mensch? Säubern, füllen, säubern, füllen. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, hat auch Hunger. Ich vernachlässige hier die Tiere immer. Ich weiß auch nicht warum.
Erstmal die Kinder sind mir immer irgendwie erstmal wichtig. Dummerweise. Oh, guck mal, aber die machen auch total schnell. So, zum Essen rufen Tiger. Das ist der zumindest. Und Cynthia legt ja wieder mal einen Zahn zu hier. Wobei er, der andere auch, ne? Sie machen schon cool. War sie nicht in. War sie jetzt nicht im Bad? Nee, war sie nicht. Sie ist gleich voll hier. So, dann leg noch mal weg und dann möchte ich, dass du das gleiche auch mit der Sauberkeit machst. Oh, er ist aber auch sehr ähnlich gut. Er ist tatsächlich ähnlich gut. Und du machst Charisma. Ja, jetzt funkt's hier. Cool. Achso, und die Kleinen? So, meine Güte. Gott. Oh mein Gott, Hilfe. Okay, warte mal. Du gehst mal hier erstmal auf die Toilette. Die Kleine. Gott, ich komme hier. Du könntest fast schon wieder. Nein, nicht einschalten. Nein, nicht das trinken. Nein, nicht trinken. Du. Ihr brichst das. Ich will hier hin. Bloß nicht. Ja, das kommt wieder raus. Ich bin hier ständig am Wegklicken, Mensch. Naja, gut. So, genau, du kannst mal hier hochkommen zum Benutzen und dann wegwerfen. So, und die Bonnie. Die zwei. So, die Bonnie kommt mal hier hin. Na, ah, ich klicke das ständig an. Das will ich gar nicht. Genau, was willst du? Hunger? Ah, okay, warte mal. Dann möchte ich Flasche holen für Bernd. So, du machst das mal leer. Lass den Bernd erstmal. Sie möchte. Warte mal, so, weg. Und dann kommst du mal kurz hierher. So, und dann die Jessica ins Bett. So, und dann hier einmal spielen, kitzeln. Und das hier einmal wegwerfen. Und du gehst mal einmal ins Bad. Wenn das geht. Wenn ich hier dann vorbeikomme gleich. So, kitzeln. Knuddeln. Gucken wir mal. Ah, wir könnten. Ja, okay, warte mal. Baden den Bernd. Und dann mache ich das mal so. Nee, du gehst mal hier hinten. Benutzen. Baden. So, jetzt gucke ich mal. Die beiden müssten fertig sein. Jetzt weiß er tatsächlich fertig. So, warte mal. Dann gehst du hier hoch, gehst mal baden und benutzen. Und er ist echt voll geworden. Und du gehst hier nochmal ein bisschen Sauberkeit lernen. Sie macht sich mal fertig. Aber jetzt funkt's also wirklich cool mit den beiden und ihrer Lernerei. Also, das ist wirklich krass. Also, er ist ja jetzt bald Teenager. Ne? Das ist ja dann demnächst der Fall. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. Habe ich eigentlich noch was zu vergeben? Nö, okay. Gut. So. Und, genau, wenn du dann fertig bist mit Baden, dann kannst du ihn trotzdem auch ins Bett legen. Dann gehst du halt wegwerfen. Gehst selber kurz nochmal auf die Toilette und Hände waschen. Und dann gucke ich nochmal kurz, muss ich da, das kann ich noch leeren. Und dann gehe ich mal ins Bett. Und wie geht's ihm? Ja, ich lasse ihn dann auch mal direkt schlafen. Es ist 23 Uhr und die Cynthia,
Die ist noch hier oben. Die geht dann auch gleich mal ins Bett. Also ich weiß nicht, ob auch so ein kleines bisschen der dieser Bücherregal auch noch mal ein bisschen eine Rolle spielt, dass wir so schnell lernen. Das könnte unter Umständen auch noch mit eine Rolle spielen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob es das wirklich tut. So, ich spule mal ein bisschen vor. So, Sauberkeit. Ich glaube, jetzt sind wir voll. Dann kannst du mal auch nach oben gehen. Geh nochmal kurz baden. Und dann gehst du erstmal schlafen. Die Cynthia ist schon im Bett und die beiden. Ja. Wer ist jetzt dran? Ja, komm, halt. Ja, genau. Jetzt wach, weckt ihr euch gegenseitig auf. Blöd. Komm. Lass ihn nochmal da drin. Sie soll. Nee, warte mal. Hier ein bisschen zeichnen gehen. Das macht er ihn aber auch raus, ne? Oh, Alex. Alex. Genau, der geht jetzt erstmal schlafen. Soll er auch jetzt erstmal tatsächlich. Lassen wir ihn auch in Ruhe. Ich glaube, hier oben, oder? Ah, nee, du gehst hier hin. Ach, da unten habe ich auch noch mal einen. Wo ist ein Tiger? Ah, da. Ja. Loben für vom Simbett wegbleiben und lieb. Leckerchen spielen. So. War auch schon mal besser mit beiden. Aber ja. Ich bin froh, wenn die Kleinkinder dann endlich Kinder sind und dann geht es wieder besser. Also dann kann ich ganz, ganz anders wieder agieren. So, du gehst mal hier nochmal kurz auf die Toilette. Lass die Mama nochmal ein bisschen schlafen und gehst dann nochmal ein bisschen zeichnen. Dann gucke ich nochmal nach Cynthia. Die ist jetzt aber auch wieder wach. Kreativität. Du kannst die eigentlich auch mitmachen. Zeichnen. Was war das? Nee. Er ist noch müde. So, okay. Dann kannst du nochmal kurz was essen. Kreativitätspunkt. Danach kannst du das wieder weglegen und kannst, hoffe ich, nochmal eine Runde schlafen gehen. So. Nein, komm, geh mal hier benutzen. Es kann sich nur noch um Stunden handeln, dass die. Genau, Bonnie. Bonnie kannst du dann mal aufstehen, dann kannst du hier die Jessica baden. Während er ins Bett geht. Sie hat Kreativität schon jetzt hier wieder ein bisschen hochgepowert. So, dann gehst du nochmal runter und lernst nochmal ein bisschen Logik. Logik. Dann bist du auch beschäftigt. Er oben, den möchte ich gerade nochmal kurz schlafen lassen. Dann, gehst du auch nochmal auf Toilette. So. Danach würde ich sagen, dann können wir den Bernd ins Gitterbettchen legen. Sie hat ihr Hunger. Und ihr erst nochmal, warte mal, Frühstück, nee, Flasche holen für Jessica. Genau, das andere ist schon wieder weg. Chicken Wado. So. Bist du schon fast fertig? Nee, nicht ganz, aber bald. So, du kannst auch wach stehen. Genau. Dann kannst du nochmal hier einmal betrachten.
Kannst du mal auf Toilette gehen, Hände waschen und dann gehen wir nochmal runter. Genau, wir lernen. Wir machen mal kochen. Während sie gleich voll ist, glaube ich. Sie ist jetzt voll. So, was machen wir? Nächstes? Kochen. Ihr geht's uns gut? Ja. Bisschen könntest du was frühstücken. So, kommst du klar mit den Kids? Was will sie? Ein bisschen Energie. Okay, warte mal. Dann machen wir die Jessica auch nochmal. Nee, halt. Mit Jessica. Das ist aufgeräumt. Und das auch. Aber das können wir noch wegwerfen. So, oh, Bonnie muss ich aufpassen, dass sie bleibt zu Hause, weil ich glaube, er muss erst um 10. Genau, er muss sehr viel später. Aber sie macht ja frei. Da muss ich noch mal kurz aufpassen selber. Dann gehst du noch baden. Und es war ja nicht mehr so viel. Wir machen Frühstück noch mal, machen wir Omelette heute. So, wo bist du? Bist du? Ach, du bist noch oben. Sie ist schon unten. Immer noch unten. Genau. So, du bist fertig. Ja, mach du mal aufräumen. Verhalten im Brandfall lernt mal, dass es zumindest mal einer irgendwie im Haus kann. Oh. Warte, warte, warte. Das ist weg. Cynthia, bist du schon wieder fertig? Kochen. Kochen ist voll. Mechanik. Also, da sind wir. Oh mein Gott. Die sind. Ich bin hier ständig am Wegklicken, ne? Das ist echt Hammer. So, aber jetzt ist gleich 8 Uhr. Zwar hätte es jetzt noch ein bisschen was. Genau, komm, jetzt du gehst. Du bist auch. Und er hätte gleich noch ein bisschen Hunger, aber okay. Sie bleibt noch. So, die passt noch mal auf die Kids auf. So, dann das wegmachen. Und oben schreit irgendjemand. Ach Gott, ich weiß warum. Okay, dann einmal rauslassen. Rauslassen und wer wollte was? Ja, dann Flasche holen für Bernd. So, ich glaube, ich sage aber auch schon mal einen Tschüss und Goodbye. Lass es dir gut gehen. Lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben hier, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal und dann gehen wir zu Familie Traumtänzer nach da drüben. Ich sag Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Eure Saki Night Owl. Ciao, ciao. Oh, er geht. Er muss gehen. Ciao.